Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Masters. Ja, anstatt dass wir jetzt mit allen Leuten reden, mit Ausnahme von Misty, machen wir sofort in der Geschichte weiter. Ich möchte wissen, wie es weitergeht. Ah, du kommst wie gerufen. Hier, bei dir ist das besser aufgehoben. Das ist ein großzügiges Geschenk von mir. Also sieh zu, dass du es nicht verschwendest. Alles klar? Geschenke können manchmal ganz schön in Verlegenheit bringen, was? Aber es ist die Pflicht eines jeden Trainers, die Items, die ihm zur Verfügung stehen, im richtigen Augenblick einzusetzen. So. Genug geschwafelt. Ab geht's in die Hauptgeschichte. Los geht's. I'm ready. Flavia fordert dich heraus. Bosskampf. Ey, das ist unfair, die sind hier dann zu 5. Knopfstrahl. Blubber. Steinwurf. Spezialverteidigung. Anstieg. Knopfstrahl. Steinwurf. Die Attacke hat verfehlt. Dann einmal Blubber. Einmal Hyperheiler auf Misty's Dame. Dann versuchen wir nochmal den Steinwurf. Das ist doch schon viel besser. Komm, jetzt machen wir einmal Klimpfer. Gefährtenattacke, los geht's. Hier hat nicht so viel gebracht, ne? Aber alle sind gut drauf, na dann. Oh oh, die setzt gleich ihren. Da setze ich schon meinen Trank auf Starmie ein. So, dann hier Blubber. Da kommt die Gefährtenattacke. Ich habe Angst. Right. Hitzekugel, der was? Das war so schnell wieder weg. Oh oh. Oh oh. You can't touch us. Komm schon, Blubstrahl. Blubber, blubber, blubber. Wir haben keine Tränke mehr. Wir haben keine Tränke mehr. Das ist schlecht. Lass die Verteidigung wieder steigen. So. Misty ist gefährdet. Oh je. Show me what you got. Ich glaube, das werden wir verlieren. Blubber, blubber, blubber. Steinwurf. Okay. Oh, okay then. Oh je. Ja, oh Gott. Boah, das war knapp. Alright. You'll need to do more than that to break my solid defense. Kriegt Misty aber trotzdem noch Erfahrungspunkte? Yes.
I'm even more rock solid than before. See that, Master? Look how strong I am now. I really have my cute Pokemon to thank for this. Brille der Entschlossenheit und gemeinsame Feldforschung. Haben wir jetzt zwei Kapitel? Erkundungsaufträge wurden freigeschaltet. Erkundungsaufträge sind Gebietinfos, bei denen du die Umgebung erkundest. Sie haben keinen Einfluss auf die Bedingungen zum Freischalten der Hauptgeschichte. Du kannst sie also nach Belieben spielen. Oh, das ist doch schön. 5 Stufen. Na dann, brennende Entschlossenheit. Mensch, ihr seid stark. Ihr habt hervorragend als Team zusammengearbeitet. Mich hat lange kein Kampf mehr so ins Schwitzen gebracht. Und deine Antwort ist richtig. Das ist dir gut aufgefallen, Flavia. Piro, du hast den Kampf eben mit angesehen? Flavia, du bist ein starker Trainer, jedoch steigerst du dich so sehr in deine Rolle als Arenaleiterin hinein, dass es dich letztendlich behindert. Was du jetzt lernen musst, das ist, dich auf andere zu verlassen. Auf andere? Ja, so sieht es aus. Hör zu, ich habe eine letzte Trainingseinheit für dich. Tritt dem Team von Soulhunter 96 bei und nimm an dem WPM teil. Was? Mit Gleichgesinnten unterwegs sein, zusammen Spaß haben, gemeinsam kämpfen, sich neu erfinden. Dadurch reift man und wird stärker. Du bist bei uns auf jeden Fall herzlich willkommen, Flavia. Aber es ist und bleibt deine Entscheidung. Pyro, das ist eine super Idee. Sehr schön. Ich würde gerne deinem Team beitreten. Lass uns die WPM gemeinsam angehen, Soulhunter 96. So machen wir es. Epi, auf gute Zusammenarbeit. Also Soulhunter 96, Flavia ist bei dir in guten Händen. Und ich suche mir jetzt mein eigenes Team für die WPM. Was? Darüber habe ich schon länger nachgedacht. Ich will bei den Teamkämpfen hier einmal ohne Rücksicht auf Verluste gegen Flavia antreten. Sie hat meinen Kampfgeist als Trainer entfacht. Verstehe, na dann werde ich mich auch mit aller Kraft reinhängen. Also haben wir überhaupt keine Zeit zu verlieren. Sag mal, wie viele Orden hast du denn schon, 296? Orden? Oh, die Orden. Vielleicht sollten wir langsam mal anfangen, sie zu sammeln. Um an der WPM teilnehmen zu können, muss man 5 Orden ergattern. Diese Orden werden von Trainer überreicht, die als WPM-Leiter bzw. WPM-Leiterinnen bekannt sind. Habt ihr denn eine Ahnung, wer WPM-Leiter sein könnte? Wenn du mich so fragst, ich habe gehört, dass meine Freundin Erika, die auch Arena-Leiter in der Kanto-Region ist, auf Pasio als WPM-Leiterin tätig ist. Was stehen wir denn noch hier rum? Piro, danke für alles. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, wird gekämpft. Das will ich ja hoffen. Ja, Kapitel 5 abgeschlossen, so wie der Erfolg das sagt. I'm Flannery. I'm honored to be serving as a Fire-type Gym Leader. No, I mean, I'm in charge. Okay. Neues Kapitel freigeschaltet. Vom Keim zur Blüte. Okay, dann machen wir jetzt doch mal die gemeinsame Feldforschung. Gestein und Wasser, gut. Dann kann es ja losgehen. 5 Ebenen, na das kann ja was werden. Du besuchst Professor Daisy in ihrem Labor, um Ratschläge zu Teamkämpfen zu bekommen. Pardon? Oh, hallo Soulhunter 96, willkommen in meinem Labor. Wie geht es dir und wie läuft es mit den Teamkämpfen? Gut, aber ich will stärker werden. Ausgezeichnet, dann hast du in kurzer Zeit wirklich große Fortschritte gemacht. Ich möchte mir deine Fähigkeiten gerne mal ansehen. Weißt du was, ich habe eine Idee. Lass uns zusammen Feldforschung betreiben. Es gibt in der Nähe einen passenden Bergpfad. Bist du bereit? Dann mal los. Lass uns gleich mit der Feldforschung anfangen. Ich habe einen Ratschlag für dich. Tippe Leute an, um sie anzusprechen. Versuch das mal. Okay. Aha. Ich verstehe, ihr habt Jahrzehnte zusammen verbracht und ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Wir verbringen unser Leben damit, zusammen über Stock und Stein zu wandern. Wir sind ein Herz und eine Seele.
Ausgezeichnet, ihr seid fast wie Zwillinge. Ja, oder? Uns wird auch oft gesagt, dass wir uns gleich wie ein Ei dem anderen. Dass wir uns gleich wie ein Ei und dem anderen. naja, nicht wirklich. Na, guck mal, Pokéball. Zwei Trainingsmaschinen gefunden. Was muss ich bloß tun, um an einen gefährdeten Stein zu kommen? Die funkeln so schön, ich will unbedingt einen als Haarschmuck tragen. Ich habe gehört, man findet sie nur an einem ganz bestimmten Ort im Meer von Pasio. Okay, dann haben wir doch mit allen gesprochen. Ja, ich möchte gerne weitergehen. Oh, dein Pokémon ist so zauberhaft, dass ich nicht anders konnte, als es anzustarren. Hier, nimm das als Entschuldigung für mein Verhalten. Nice. So aus der Nähe betrachtet ist es sogar noch wundervoller. Oh, wundervoll. Dein Pokémon ist wirklich toll. Ich würde es gerne mal wieder bewundern. Okay. Yo. Nanu, Professor Daisy, was machst du denn hier? Feldforschung? Ah, ja, Feldforschung, also so, Feldforschung ist gut. Wie wäre es dann mit einem Pokémon-Kampf als Teil der Feldforschung? Gerne. Dann mal los, wir geben alles. Na dann, Feldforschung. Alright, now's my time to shine! Alright! It's on! Let's go! Let's go! It's on, it's on, it's on. You can do it! Dann einmal blubber. My Pokémon! Gotta take turns in battle too! That's it! Jojojo, Flutschstrahl. Beziehungsweise, doch, Flutschstrahl, okay. Take that! Dann warte ich nochmal, bis Flutschstrahl ready ist. So, und dann gehe ich auf Onyx rüber und haue dann mit einem dicken, fetten Steinwurf drauf. You know what to do. Na los, komm schon. Go. Komm schon, noch ein Steinwurf und dann hat es sich ausgekämpft. Was ist da? Lichtel wurde besiegt. All right. You'll need to do more than that to break my solid defense. Was ist eigentlich Feldforschung? Feldforschung ist total aufregend. Oh, es hat Forschung im Namen. Das kann ja nur aufregend sein. Ah, verstehe. Ausgezeichnet, das war fantastisch. Ich konnte die tiefe Verbundenheit zwischen dir und deinem Pokémon regelrecht spüren. Weißt du eigentlich, warum in Pokémon-Kämpfen auf Pasio Gefährtenattacken eingesetzt werden können? Das hat mit den Gefährdensteinen zu tun. Dir ist doch bestimmt schon der Regenbogenfarbe in leuchtenden Stein an deinem Porygon aufgefallen, oder? Das ist ein Gefährtenstein. Diese Steine sind sehr selten und man findet sie nur im Meer um Pasio. Ich erforsche den Zusammenhang zwischen ihnen und Pokémon, ein wirklich spannendes Thema. Das Band zwischen Trainer und Pokémon wird durch das Gefährtenstein verstärkt, desto mehr die Gefährtenkraft. Diese Kraft ermöglicht es uns, Gefährtenattacken einzusetzen, wodurch Pokémon-Kämpfe auf Pasio etwas ganz Besonderes werden. Wenn sich die Gefährtenkraft erhöht, macht das Gefährten sehr glücklich. Ich werde meine Forschungen motiviert fortsetzen. Stärke auch du deine Gefährtenkraft und setze fleißig Gefährtenattacken ein. Okay, dann. Auf zu Ebene 4. Guck mal, da ist auch schon wieder ein Pokéball. Nice. 10.000 Münzen. Okay, dann reden wir zuerst mit dem hier. Beim Einsatz von Gefährtenattacke ist das Band zwischen den Gefährten, also die Gefährtenkraft, wichtig. Und man braucht einen Gefährtenstein.
Jetzt habe ich so oft Gefährten gesagt, dass ich gar nicht mehr weiß, was das ist. Jedenfalls muss man zuerst ganz viele Attacken vom Stapel lassen und dann kann man eine Gefährtenattacke einsetzen. Das ist das Geheimnis. Pardon. Hey, Mademoiselle. Deine Beauty lässt meine Heart höher schlagen. Schließen wir uns together. Ich verstehe kein Wort. Wenn man Wörter nicht richtig einsetzt, kann man seine Gefühle nicht vermitteln. Das ist so true. Okay, jetzt sind wir hier auf der letzten Ebene. Oh, guck mal, schon wieder ein Pokéball. Verstärkungshandbuch. Sollten wir auch mal so langsam einsetzen. Daraus geht eindeutig hervor, dass Kommunikation bei Teamkämpfen sehr wichtig ist. Verstehe. Die Verständigung im Team ist also unerlässlich. Uns bleibt also nichts anderes übrig, als zu üben. Oh, perfektes Timing. Da sind Gefährten. Lass uns einen Teamkampf auftragen. Oh, come on. Moment mal, ich bin noch nicht so weit. Du kannst doch nicht einfach so Kämpfe anzetteln. Ups, wie war das doch gleich? Kommunikation ist wichtig. Tut mir leid. Lass uns ein andermal kämpfen. Na, da haben wir ja nochmal Glück gehabt hier. Wenn ich über Gefährten rede, geht es manchmal mit mir durch. Und ich bin gar nicht mehr zu halten. Aber es gehört nun mal auch zu den Aufgaben eines Wissenschaftlers, das durch seine Forschung erlangte Wissen zu verbreiten. Be confident. Ich habe große Erwartungen an euch. Werdet ausgezeichnete Gefährten. Also seid ihr bereit? Der Angriff und die Verteidigung aller Gefährten werden vorübergehend erhöht. Pardon? Wo ist Mamunch etwa bei euch angekommen? Ihr habt euch noch weiter gesteigert, oder? Auf Pasio kann man durch die Unterstützung von Leuten, die man unterwegs trifft, vorübergehend stärker werden. Vergisst das nicht. Und das ist ja klasse. So. Dann der letzte Kampf, würde ich mal sagen. Oh, seid ihr etwa auf der Suche nach Gegnern für einen Pokémon-Kampf? Ganz genau, wir wollen einen spaßigen Kampf erleben. Ich weiß zwar nicht, was du unter einem spaßigen Kampf verstehst, aber kämpf mir einfach drauf los. Das wird bestimmt ein großes Abenteuer zum Abschluss. Hey, ich bin hier für die Abmoderation zuständig. Beenden wir unsere Feldforschung mit einem Sieg. Gib dein Bestes, Soul Hunter 96. Werde ich machen. Bist du bereit? Aber klar. Dann legen wir mal los. Und wir sind schon wieder bei 18 Minuten. Man geht das schnell bei diesem Spiel. It's on. It's on, it's on, it's on. So, dann nochmal X Spezialverteidigung stärken. Dann einmal Blubber. Dann mal wieder Steinwurf. Dann wieder Blubber. Okay, komm schon. Dann ein Hyperheiler aufs Darm. Dann ein Steinwurf. Geht auch mal ein. Vielleicht auch mal ein Darm aufs Darm. So. Dann machen wir hier die Gefährtenattacke von Rocco. Und dann müssen wir das ja auch eigentlich gewonnen haben. Yes! What can we learn from this? All right. You'll need to do more than that to break my solid defense. Wow. Ausgezeichnet. Das ist echt klasse. Du scheinst den Dreh mit den Pokémon-Kämpfen hier auf Pasio jetzt raus zu haben.
Ich bin froh, dass ich mir alles aus nächster Nähe ansehen konnte. Diese Art der Feldforschung hilft meiner Arbeit ungemein. Wir wollen sicherstellen, dass alle Gefährten hier auf Patio in der Lage sind, von Gefährtenattacken Gebrauch zu machen. Deshalb haben wir allen ein Porifon gegeben, an dem sich ein Gefährtenstein befindet. Um die Gefährtenkraft und die Gefährtenkraft wird umso stärker, je enger das Band zwischen dir und deinem Pokémon ist. Ich werde mich bei meiner Forschung weiterhin ins Zeug legen, um euch allen unter die Arme greifen zu können. Ciao. Okay, damit wäre unsere Feldforschung fürs Erste abgeschlossen. Bis zum nächsten Mal, Soul Hunter 96. Hui. I'm even more rock solid than before. See that, Master? Look how strong I am now. I really have my cute Pokémon to thank for this. Das auch entsprechend vermehrt. Wir haben auch ganz schön viel was bekommen, ne? Besser, dass wir auch so langsam anfangen, auch so die Bücher zu verwenden, etc. pp. Oh, guck mal, Gefährten-Episode haben wir wieder eins freigeschaltet. Machen wir aber dann im nächsten Part. Dann sage ich an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und. Warte, abholen. Oh Gott, abholen. Abholen. So, und dann noch das tägliche. Aber hier ist ja schon wieder was. Okay. Dann haben wir jetzt alles abgeholt. Dann sage ich an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal bei Let's Play Pokémon Masters.